Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Erich von Däniken. Herr von Däniken, jetzt zuerst mal eine provokative Frage. Sie glauben also wirklich allerernstes, es gäbe außerirdisches Leben? Überhaupt nicht. Hat mit Glauben nichts zu tun. Ich weiß, dass es sie gibt. Sie wissen, dass es außerirdisches Leben gibt? Es gibt Ketten von Indizien und einige von denen sind so verdammt gut, dass man sie einfach nicht an den Tisch fallen kann. Jetzt, Herr von Däniken, in der Schweiz gibt es ja nur den Mystery Park. Die Schweizer selber sind ja ein sehr skeptisches Volk. Glauben Sie, dass die Schweizer glauben, dass es Außerirdische gibt? Mehrheit mit Sicherheit nicht. Zumindest die Schweizer sind bodenständig. Und wir haben nicht so Fantasien wie der Erich von Däniken. Wenn es jetzt um den Glauben geht, kann man schon vorstellen, dass ein gewisser Prozentsatz annimmt, oh ja, wir sind nicht alleine da draußen. Es gibt wohl andere. Glauben, aber wie Sie vorhin erwähnt haben, Beweis, gar nicht. Gut, darf ich Ihnen in dem Fall kurz die zwei Herren vorstellen? Das ist der Herr Nemeth und der Herr Dr. Kisin. Herr von Däniken. So, wir gehen jetzt an einen Ort, wo es ganz schön ist. Ja, schöne Blumen. Meine Damen und Herren, der Herr von Däniken kommt jetzt fachmännische Behandlung über, sodass er wieder ein normaler Mensch wird. Jawohl. Ganz ruhig. Gut. So, ich könnte mich auch mitlaufen. So, Erich, dann gehen wir jetzt zum geilen Wägeli. So, anstatt jetzt viele Freunde von dir, Toni Gersta, Turiella, und der, der meint, er sei Chef von Satai. Roger Schawinski ist auch bei uns. Meine Damen und Herren, das wäre es wieder mal von der Sendung Strange. Aber schalten Sie nächste Woche wieder ein. Da haben wir einen jungen Mann aus Basel. Sein Name ist Federer Roger. Und er glaubt allerernstes, er hätte schon dreimal Wimbledon gewonnen. Bleiben Sie gesund.